Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Let's Build. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr einen solchen Berg baut mit einer Treppe und einer schönen Aussicht auf die schöne Landschaft hier. Nein. Heute, hier seht ihr es schon an den Sticky Pistons, die konnte ich leider nicht verstecken und einen Schalter, werde ich euch zeigen, wie ihr einen versteckten Eingang in einem Berg machen könnt. Drückt hier auf so einen versteckten Schalter, also den könnt ihr noch mehr verstecken und hier öffnet sich ein Weg. Neuer Geheimbasis oder so, keine Ahnung. Von hier könnt ihr es wieder verschließen. Und ja, fangen wir mal an, wie das funktioniert, das Ganze. Dazu braucht ihr Stein, Sticky Pistons. Ich mache irgendwie fast alles nur mit Sticky Pistons, ne? Redstone Torches, Buttons, Levers, Stone Stairs. Natürlich Redstone und Redstone Repeater und eine Ulti, also ein Werkzeug. Ich nehme jetzt die Ultimate Fist. Also wir fangen an mit den Sticky Pistons. Die macht ihr so und so. So, hier könnt ihr meinetwegen schon den Kram hier dran machen. So, einen Moment. Dann habt ihr hier irgendwo einen Schalter dran kleben. Das ist jetzt doof gemacht. Ups. Irgendwo hier ein bisschen versteckt. Dann müsst ihr hier zwei Viecher hinmachen und Redstone Repeater. Die stellt ihr auf die dritte Stufe und verbindet die mit Redstone und schließt die hier an den Schalter an. Dann habt ihr hier schon mal diese hier so gedingst. So, dann geht ihr hier mit dem Redstone-Kabel weiter. Und zwar, Moment. Ach, ich sollte mal den Knopf wieder machen. Sonst bringt mich das hier durcheinander. So, ein Moment. So, so, so. So. So, so, so. Nee. Ja, so, so. Dann kommt hier ein Repeater hin. Hier kommen Dingsies hin. Und hier habe ich jetzt was vergessen. Ach nee. So kommt das Kabel hier hin. Ich gehe mal eben schlafen. Ups. Ja. So, dann verlegt er hier die nächsten Redstone-Leitungen. Hier könnt ihr noch einen Repeater machen, damit, weiß nicht, symmetrisch aussieht, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall so gemacht. So, dann macht ihr hier das gleiche wie, ups, auf der anderen Seite. Stellt das wieder auf die dritte Stufe, die Redstone Repeater, weil sonst wird es nicht funktionieren. Könnt ihr mir glauben. So, machen wir es mal so. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon. Ihr habt das jetzt so. Dann drückt ihr hier auf den Schalter. Dann zieht sich das ein und fährt da in die Wand. Die Wand ist dann hier. So. Nein. So, ja.
Hier müsst ihr es etwas höher machen, weil ihr sonst nicht über die Redstone Repeater rüberkommt. Würde das hier nur 2 hoch sein, kommt ihr da nicht durch. Deswegen muss das an der Stelle 3 hoch sein. Ja, so könnt ihr das dann verkleiden. Ja. Dann, achso. Ja, mir fehlt jetzt natürlich noch der Schalter von innen. Den schießt ihr einfach so an. Und dann könnt ihr das Ganze von innen schließen. Hallo. Achso. Ein Repeater, damit das auch überall rankommt, das Redstone-Signal. So, dann habt ihr es von innen geschlossen. Ups, so. Dann könnt ihr da die Treppen weiterführend machen. Ach ne, hier hätten jetzt Treppen hingemusst. Na egal. Wenn ihr jetzt zu Hause seid und hier sterben würdet, dann hättet ihr ein kleines Problem. Ihr würdet nämlich nicht mehr reinkommen. Weil wenn man dann auf den Knopf drückt, bringt das nichts. Das heißt, man braucht noch einen Notknopf irgendwo. Den habe ich in dem Fall jetzt hier hingebaut. Ja, einen Reset-Knopf sozusagen. Den verbindet ihr hier irgendwo mit Dingenskirchens. Ups. So, hier ist das. Ups. Dann kommt hier ein Block hin. Hier kommt eine Torch hin. Dann fährt das aus. Dann legt ihr hier das Redstone. So, da hoch. Wieso leckt es denn jetzt auf einmal so, bitteschön? Dann habt ihr hier euren Reset-Knopf, den drückt ihr dann von außen, dann... Ja, ich bin so schlau. So, hier dann am besten. Egal. Könnt ihr auch anders... Ach, ich bin... Hier kommt Wasser hin. Mann, ich bin heute wieder so ein Failer. So, dann klickt ihr hier auf den Knopf, das Wasser strömt aus für eine kurze Zeit, das Signal ist weg da hinten und hier ist der Weg frei, damit ihr rein könnt. Dann könnt ihr das hier, ach jetzt ist irgendwie blöd. Fließt doch woanders hin, du blödes Wasser. Ja, und dann müsst ihr das hier halt resetten. So. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.